Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Playtest auf diesem Kanal. Heute spielen wir Flamekeeper. Ist am 17.03. auf Steam rausgekommen, kostet 12 Euro, soll ein Roguelite sein, hat aber Tower Defense Anlagen und ich zeige euch auch gleich mal, was ich damit meine. Und zwar, es ist vielleicht auch so ein bisschen wie Cult of the Lamb. Auf jeden Fall sind wir hier so ein komischer Flammendude, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Der kann angreifen, der kann dashen und hat auch sonst Special-Fähigkeiten, die man auch noch permanent verbessern kann. Deswegen ist es halt auch ein Roguelite. Und hier haben wir ganz viele Vulpies, die sagen, die sind sehr, sehr süß. Die bringen immer unsere Leben, sind das, also so Feuerdinger. Die bringen sie zu sich nach Hause und dann kann man sich die hier quasi wiederholen, wenn man mal Leben braucht. Das ist ganz süß. Die helfen uns also auch in der Kampfwelt, möchte ich das noch so nennen. So, und unsere Aufgabe ist es, dieses Feuerbeetchen hier aufzufüllen. Und zwar seht ihr oben rechts, wie viel Leben, sage ich jetzt mal, dieses Feuer hat. Wir können unsere Leben opfern, weil wir der Flammengott sind, um quasi die Leben des Höllenfeuers zu erhöhen. Heißt, ja, wir opfern halt unsere eigenen Leben. Um das zu befüllen, muss man dann halt immer gucken, ob man dann noch gegen Gegner kämpfen kann, etc. Das heißt, man muss in der Overworld die ganze Zeit gegen Leute kämpfen, deswegen ist das auch mehr oder weniger wie Cult of the Lamb, weil wir waren eben ganz am Anfang ja in der Basis, da kann man ganz viele Sachen verbessern und das muss man auch beschützen später, indem man ja diese Tower Defense Mechanik hat. So, aber ihr seht schon, ich konnte jetzt das Feuer halt nicht noch weiter verbessern und zwar brauchen wir dafür diese komischen Lampen hier. Davon gibt es insgesamt 3 Stück in jeder Welt, soweit ich das mitbekommen habe, zumindest in den Anfangswelten. Die muss man dann sich halt holen, muss die dann wieder in das Höllenfeuer packen, wieder sein Leben da reinschmeißen. Und das macht man 3-mal, beziehungsweise 4-mal, damit das Feuer wieder ganz ist. Dann hat man hier noch so einen roten Stein, den kann man in den Schrein packen. Und der gibt da dann, glaube ich, irgendwelche Boni. Ja, also die ersten Maps sind jetzt natürlich noch relativ einfach, damit man erstmal reinkommen kann. Aber man muss halt immer so ein bisschen aufpassen, wo man jetzt seine Leben opfern möchte und wo nicht, weil alles in dieser Welt kostet wirklich Leben. Hier zum Beispiel auch dieser Mini-Schrein, da kann man auch wieder Leben opfern. Dafür sind da dann diese, weiß ich nicht, Herzen drin. Ich glaube, das sollen Herzen darstellen. Und diese Herzen, das ist eine Währung für die Basis, dass man da quasi ja, seine Basis halt verbessern kann, dass man bessere Verteidigungstürme sich später holen kann und sowas. Heißt, wenn du für dein Late Game zumindest besser gewappnet sein willst, dann musst du halt in deinem Playthrough dir das alles ein bisschen schwerer machen, indem du halt Leben verlierst und dann vielleicht nicht so viel. Hier, da kann man das reintun. Dieses rote Ding, so viel kämpfen kannst, also mehr aufpassen musst. Yeah, Angriffsgeschwindigkeit, bam, 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 jetzt baller ich euch alle weg. Ich bin jetzt ein Maschinengewehr. Aber unsere Fähigkeit momentan ist echt kacke. Es gibt viel, viel geilere Fähigkeiten. Irgendwie schießt er nur einmal. Vielleicht ist das so ein Sniper-Ding? Auf jeden Fall ganz komisch. Ja, Finisher habt ihr jetzt auch mal gesehen. Cool, oder? Richtig stylisch oder so. Aber ja, das ist eigentlich das ganze Spiel. Ich hole jetzt nochmal ganz kurz die letzte Lampe hier, die wir brauchen. Zack, und jetzt brauchen wir noch ein paar Leben. Die kann man sich zum Glück überall herfarmen. Also, wow, zum einen halt von den Vulpies, die sie bei sich zu Hause haben. Oder man besiegt ein paar Gegner, ohne getroffen zu werden. Oder aber man kann einfach durch komische Bäume dashen. Dann kommen da auch diese Leben runter. Das finde ich ist eine sehr komische Mechanik, aber sie existiert in diesem Spiel. Also habe ich da nichts gegen. Also einerseits ganz cool, dass sie so diesen Blazing Beaks Gedanken irgendwie genommen haben, dass man im Spiel halt sich überlegen muss, ja, wann opfere ich denn jetzt meine Leben, etc., um dann das Level abzuschließen, aber irgendwie auch komisch. Und wenn man dann das Ganze 4-mal gemacht hat, dann ist das Höllenfeuer erfacht und die ganze Menschheit stirbt. Ja, cool, oder? Und das macht man jetzt noch 2-mal für die Maulwurfshöhlen. Ich überspringe diesen Teil mal, weil es wirklich einfach genau dasselbe ist wie in der ersten. Jetzt sind wir schon in diesem Tower Defense Ding. Okay, wir müssen hier die Mitte beschützen und zwar 5 Minuten lang. Dafür können wir hier allerhand. Oh, doch, das kostet auch alles Leben. Ah, das ist nur Rüstung. Ich hätte vielleicht aufpassen. Oder schießt der auch? Ich weiß es gar nicht. Wir können hier jetzt allerhand komische Sachen aufbauen. Und jetzt kommen halt die ganze Zeit irgendwelche Gegnertruppen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sterben. Oh, nee, eine neue Fähigkeit. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Und müssen hier die ganzen Sachen aufbauen. Oh, jetzt kommen hier riesige Viecher. Ich habe auch im Trailer gesehen, dass es. Warte, was ist denn eigentlich unsere Fähigkeit? Die Leute wegstoßen. Okay. Dass es Bosse gibt, habe ich im Trailer gesehen. Vielleicht kommt das ja nach dieser Sequenz. Die habe ich jetzt noch nie hinbekommen. Deswegen. Keine Ahnung. Oh, jetzt kommt hier aber die letzte Welle. Die letzte Welle kommt. Leute, die letzte Welle. Wir müssen unsere Leben alle behalten. Das Gute ist, die droppen halt auch alle Leben. Dass uns ja eigentlich gar nichts mehr passieren kann. Okay. Komm. Haben wir doch alle weg. Verschwindet, ihr ganzen Leutchen.
10 Sekunden noch. Ja, sollten wir aber hinbekommen. Wir sind zwar nicht so ganz stark. Ich glaube, man kann auch wirklich noch stärker werden, weil es halt diesen Skilltree noch gibt. Den kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Bleib weg von meinem komischen Ding. Geschafft? Geschafft. Kommt jetzt ein Boss? Oder was passiert? Was ist denn aufgerettet? Das hier ist alles, was noch übrig ist. Ja, Erdnüsse. Nee, was sind das? Eicheln. Geil. Okay, ja, das ist halt der Spielloop. Jetzt können wir zum Dorf zurück und da alles verbessern, wenn wir wollen würden. Hallo, meine kleinen Wolpies. Euer Gott ist zurück. Ja, betet mich an. Das bin ich. Sehr gut. So, jetzt können wir allen möglichen Kram verbessern. Zum Beispiel könnten wir Fertigkeiten verbessern. Wir könnten unseren Schlagschaden verbessern, unsere Sprintmacht können wir nicht verbessern, aber den Spritschaden könnten wir verbessern. Und ansonsten gibt es hier halt noch einen Turm, stellt eine Energie bereit, um Hilfe durch die Turmverteidigung zu erhalten. Ja, das ist hier halt der Bereich für den Tower Defense Kram. Hier kann man auch noch mehr Hindernisse und sowas holen. Muss man erst freischalten. Okay, also die sind hier noch am Constructen. Dafür muss man die verschiedenen Biome alle machen. Okay, habe ich verstanden. Euer Gott kann man nicht verbessern, weil ich bin ja schon einfach unverbesserlich. Dreckiger Süden. Achso, hier. Ja, also man spielt dann mit der Zeit hier immer mehr Sachen frei. Ihr seht ja, die sind hier alle schon am Bauen. Aber ich hätte jetzt gerne nochmal einen Boss gesehen, muss ich sagen. Gucken wir noch einmal ganz kurz ein seltsamer Samen rein, ob da irgendwas anders ist. Ich vermute fast nicht. Wird also auch mehr oder weniger dasselbe sein. Dann würde ich sagen, mache ich dieses Biom auch noch kurz zu Ende und dann gucken wir zumindest nochmal einen Boss. Oh, da ist ein neuer Gegner. Aber dann gucken wir zumindest nochmal den Boss an. Weil diese Zwischenwelten finde ich tatsächlich nicht so spannend. Man holt sich halt diese komischen Laternen, läuft dann wieder nach Hause. Da oben sehe ich schon die nächste Laterne. Und lässt quasi die ganzen Gegner einfach links liegen, wenn man so eine Laterne hat. Weil ist scheißegal, die treffen einen sowieso nicht, weil sie einfach viel zu langsam sind. Und wenn sie einen dann verfolgen, dann kann man sie auch noch wegschubsen. Also da müssten die vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ansonsten holt man sich halt einfach nur die Laterne und lässt alles aus. So spiele ich das Spiel zumindest. Keine Ahnung. Aber ja, wir sehen uns dann gleich mal beim Boss wieder, beziehungsweise wenn hier irgendwas Spannendes passiert. Oh, jetzt kommt hier wieder die letzte Welle und diese komische Spinne nervt. Okay, die Insekten sind anscheinend so drauf. Oh, da war. Nein, die gehen hier in mein Ding rein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Die Insekten wollen mich nur angreifen, aber die Kobolde wollen mir tatsächlich mein Feuer stehlen. Das heißt, diese Kobolde, die muss man auf jeden Fall besiegen in diesem Spielmodus hier. Okay, geschafft. Ah, oben hat man noch die Leben gesehen. Jetzt habe ich das gecheckt. Da oben rechts sieht man die Leben von dem Supertrank, den man hier hat. Ja, ja. So, und jetzt sollten wir doch theoretisch dann einen Boss sehen, oder nicht? Lass mal nochmal die Fähigkeiten verbessern. Wir haben jetzt 22, das heißt, wir können auf Level 2 gehen. Wir können uns auf jeden Fall den Machtschlag uns holen, was auch immer der macht. Schwerer Schlagangriff. Ist das der normale Schlag, dass er jetzt einfach mehr... Nee, hier, ich habe einen neuen Angriff. Oh, Leute, guckt euch das an. Schweren Angriff. Das ist der leichte und das ist der schwere. Also ich kann mir vorstellen, je länger man das spielt, umso besser wird das Spiel dann tatsächlich auch. Am Anfang war das jetzt halt sehr einfach alles. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob der Boss vielleicht was kann. Spinnenfalle. Oh nein, vier Dinger. Muss ich das jetzt noch viermal machen, damit ich den Boss sehen darf? Na gut, Leute, dann bis gleich. So, letzte Verteidigungsanlage vor dem Boss steht dann auch. Eine Minute haben wir noch zu verteidigen. Heißt also, jetzt kommt hier wieder die allerletzte Brigade von den Gegnern an. Aber die können mir auch gar nichts anhaben. Vor allem, ich habe so einen komischen Schild, dass sie mir, glaube ich, gar nichts anhaben können. Vielleicht ist das gar kein... Nee, das ist so ein Schild, der auch Damage macht. Ein Damage-Schild, man kennt ihn. Ein Schild mit Stacheln dran. Sehr cool. 30 Sekunden sollten wir noch überleben und dann bin ich mal gespannt, wie der Boss aussieht, weil im Trailer sah der ganz nett aus. Hoffentlich ist er ein bisschen mehr als ganz nett. Oh Gott, okay, das sind jetzt aber schon ein paar viele. Vielleicht mal den Schild einsetzen. Hallo, helf mir doch mal. Ich habe hier überall alles gebaut. Ach du Scheiße, okay, das ist wirklich richtig viel. Die müssen... Kämpft mit, meine kleinen Wolpies. 30 Sekunden. Okay, aber kriegen wir trotzdem hin, oder? Waren das alle? Wir sind ja relativ stark. Wir haben auch den schweren Angriff. Wir können uns unendlich oft heilen. Okay, war doch gar nicht so schwer. Aber die Wulpi ist da oben. Du hast fast gar nicht mitgeholfen, du kleiner Wulpi. Was ist los mit dir? Okay, cool. Mein allererster Bosskampf. Let's go gegen irgendeine komische Spinne. Was kann er denn? Erstmal gucken, was er überhaupt kann. Wenn das so eine eklige Spinne ist wie bei Ori und The Will of the Wisps, dann habe ich da gar keinen Bock drauf. Aber, oh, okay, er spuckt halt Zeug. Hat er mich getroffen? Ich glaube nicht. Er kann Sachen spawnen, alles klar. Sieht fast aus wie so eine Zecke. Ist er übelst ekelhaft. Wenn er so im Boden genubbelt. Das ist, glaube ich, auch eine Zecke, oder? Gesperrt wie gesperrt. Wieso gesperrt? Ich muss den doch Damage machen. Wow, alles klar. Yo, what the fuck? Okay, das wäre ja, das wäre der
übelste Abfuck, wenn Zecken wirklich auch noch Spinnenweben hätten. Dann wären das ja die ekelhaftesten Insekten aller Zeiten. Also die sind jetzt schon ekelhaft, aber dann noch mehr. Jetzt hör doch mal auf, okay. Mein komischer Angriffsschild muss her. Zack, 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 zack. Was heißt denn immer dieses Gesperrt, dass ich ihn nicht angreifen kann? Doch, ich mache ihn da trotzdem Damage, oder nicht? Spawn mal lieber Sachen, dass ich mich heilen kann. Ja, aber ihr könnt mir ja schon mal sagen, wie ihr dieses Spiel findet, Leute. Also ich muss sagen, diese normalen Level, habe ich auch schon gesagt, die finde ich vielleicht ein bisschen sehr eintönig, weil man die Gegner halt auch immer auslassen kann und einfach nur durchlaufen muss und diese... Mein Gott, nein, ich habe doch keine Leben und keine Ausdauer mehr, was macht er denn jetzt? Und einfach nur immer nur diese Laternen einsammeln muss. Oh Gott, okay, aber dieser Bosskampf, der ist nicht ohne und ich finde dieses Tower-Defense-Ding auch eigentlich ganz cool. Junge! Okay, er nervt ja jetzt richtig. Ich habe keine Leben mehr und ich kriege hier auch keine weiteren Leben, wenn da nichts Neues spawnt. Hier hinten war auch kein Baum oder so, ne, an dem wir uns hochheilen könnten. Oh, das ist jetzt schlecht. Oh ja, spawnen wir bitte ein paar Leute. Ich brauche ein paar Leben. So ein bisschen Zelda-artig, dass da ab und zu mal Leben spawnt. Oh, dass man sich heilen kann. Hallo. So, ein bisschen angreifen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte deiner Leben weg. Na, jetzt vielleicht ungefähr die Hälfte. Ich frage mich halt, ob er noch irgendwie eine zweite Phase hat oder so. Das ist ja dann schon fortgeschrittenes Entwicklungspotenzial, wenn die sowas gemacht haben. Oh, aber der große an... Guck mal, wie viel Schaden wir ihn machen, wenn wir mit dem schweren Angriff reinballern. Drei Viertel haben wir schon weg. Oh, die Attacke ist richtig ekelhaft. Ja. Ah, okay, aber der visiert immer dahin, wo man hinläuft. Okay, wenn man das weiß, ist das natürlich nicht schlecht. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt den Boss beim ersten Try gleich besiegen würden. Nein, aua, aua, ich habe doch keine Ausdauer, Leute. Jetzt, bam, bam, bam. Ach komm, ein Hit. Okay, also wenn er gesperrt ist, dann kann man ihn wirklich gar kein Damage machen. Man muss also immer auf so ein Fenster warten, wo man ihn dann doch mal angreifen kann. Jetzt, come on, nee. Jetzt aber. Tot, tot. Okay, das war gar nicht so uncool. Hat mir gefallen. Also Bosskämpfe gibt's auch. Und die anderen Bosskämpfe sind bestimmt auch anders. Es gibt sogar eine Zwischensequenz. Wir haben ihn einfach verbraten. Und die Flammenseele wiedererlangt. Der nächste Boss scheint ein Oktopus zu sein. Das ist der Sauron dieser Welt. Ja, also Zwischensequenzen gibt's auch, Leute. Wenn das nicht ein cooles Spiel ist für nur 12 Euro, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber das war's dann mit diesen angespielt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt das Spiel ein bisschen kennengelernt, falls ihr das halt kaufen wollt oder so. Das, ja. Dafür sind die Videos ja auch irgendwie da, dass man so ein bisschen einen Einblick bekommt in das Spiel, was man so machen kann, etc. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal da seid. Bis zum nächsten Mal und bye bye.